Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Veto. Wir wollen heute ein bisschen über die Freiheit des Einzelnen sprechen. Freiheit ist ja gerade im Moment ein großes Thema, denn uns werden ja angeblich oder auch teilweise, was ja auch Fakt ist, die Grundrechte ein bisschen eingeschränkt aus bestimmten Gründen. Da gibt es ja riesige Diskussionen. Ja, den Liberalismus, den kennen wir ja alle. Das ist ja das, was so politisch am ehesten die FDP vertritt. Aber es gibt auch noch den Libertarismus, der geht noch ein bisschen weiter, weil der nämlich sozusagen das Ganze sehr radikal und konsequent umsetzen will und wirklich auf die Handlungsfreiheit, die Freiheit des Einzelnen setzt und quasi den Staat auf ein Minimum oder vielleicht sogar komplett zurückfahren möchte. Einer, der auf YouTube für dieses Modell immer gerne wirbt, ist der andere Rebell, so nennt er sich in seinem Kanal. Sein richtiger Name ist Max Remke und ich begrüße ihn jetzt sehr herzlich. Hallo. Hallo Holger, freut mich, dass Sie heute hier sein darf. So, dann sag uns noch mal kurz den Unterschied zwischen Liberalismus und Libertarismus. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, aber noch mal in deinen Worten vielleicht. Was ist der Libertarismus? Der Libertarismus ist eine Philosophie, eine politische Anschauung, die die Selbstbestimmung des Einzelnen im Zentrum hat. Die sagt, der Mensch sollte eigenverantwortlich sein, er soll für sich selber entscheiden können und er soll eben nicht von anderen bevormundet werden, von anderen kommandiert werden, von anderen beherrscht werden. Und der Libertarismus sagt auch, die beste Art, wie wir eine Gesellschaft organisieren, ist freiwillig. Das heißt, die Menschen entscheiden freiwillig, mit wem sie interagieren und mit wem nicht. Und das ist logischerweise eine Betrachtung, die dem Liberalismus sehr nahe ist, die aber natürlich unweit radikaler und konsequenter ist, als es der klassische Liberalismus ist. Und insbesondere der Liberalismus, den wir jetzt von der FDP oder insgesamt im deutschen Parteiensystem kennen. Nochmal jetzt gefragt, der Hilfsarbeiter, der eine Wohnung braucht. Wo bekommt er die her? Eine bezahlbare Wohnung, die er sich leisten kann? Naja, es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Eine Variante ist, wenn der Hilfsarbeiter vom Arbeitgeber sozusagen gerne an einer bestimmten Stelle eingesetzt haben will, kann der Arbeitgeber ihm ja eine Wohnung bereitstellen. Wenn der Hilfsarbeiter selber so wohnen will... Er kann oder muss? Weil nee, er hat ein Eigeninteresse daran. Der will ja, dass sein sozusagen Hilfsarbeiter für ihn auch verfügbar ist. Wenn der Hilfsarbeiter, sagen wir mal, jetzt eine Wohnung im Grün will, dann muss er halt aufs Land ziehen und dann halt länger zur Arbeit pendeln, damit er sich das leisten kann. Wenn er unbedingt in der Stadt zum Beispiel wohnen will, dann muss er mit einfach weniger Wohnraum leben. Zur Not wird es dann halt eine WG erstmal. Ja. Aber es ist ja durchaus nicht so, dass die Menschen plötzlich alle obdachlos sind, wenn der Wohnungsmarkt weniger reguliert ist. Im Gegenteil. Gerade dann würde auch Wohnraum natürlich viel, viel mehr gebaut, der besonders günstig ist. Und dass wir in Deutschland theoretisch sehr, sehr schnell günstigen Wohnraum bauen können, das haben wir zum Beispiel auch im Kontext zum Beispiel der Asylkrise gesehen, die wir hatten. Also es geht. Aber das Problem ist, das macht natürlich fast keiner, weil du kannst halt in Deutschland auch, das muss man einfach faktisch sagen, du kannst in Deutschland nicht schnell, flexibel, billigen Wohnraum bauen. Das geht quasi nicht. Du kannst nicht mal ganz viele Flächen, die eigentlich geeignet wären, als Wohnraum nutzen, weil du zum Beispiel in Deutschland Vorschriften hast, wie viel Licht in eine Wohnung genau einfallen muss. Und das darf nicht unterschritten werden. Damit sind zum Beispiel schon viele Objekte, die da wären, komplett raus für einen Wohnraum. Ja, also den Begriff Freiheit, das verstehe ich ja, aber hier setzt du ja auch sehr stark auf Freiwilligkeit, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Also wenn jemand sehr viel Geld hat, sei es jetzt selbst erarbeitet oder vielleicht sogar geerbt oder was weiß ich, dann kann derjenige doch durchaus gerne ein bisschen was abgeben, damit die Ärmeren was davon haben. Und das ist doch völlig in Ordnung, wenn der Staat das sozusagen dann entsprechend reguliert. Oder soll das eher freiwillig passieren, in einer Art Fonds? Oder soll das überhaupt nicht passieren? Sollen Reiche nichts abgeben oder... Nein, gerne können Reiche etwas abgeben, warum auch nicht. Das passiert übrigens in Ländern, wo der Staat weniger soziale Umverteilung betreibt aktiv, das heißt soziale Umverteilung, einfach primär ein Häkchen wegnehmen vom einen hin zum eigenen Klientel. Das sind nicht unbedingt, auch in Deutschland nicht unbedingt die Armen, wenn wir uns die Zahlen angucken. Aber selbst in Staaten, wo der Staat das nicht so stark tut, gibt es eine Menge Charity. Das heißt, Menschen machen das auch durchaus freiwillig. Aber nein, der Staat, nochmal, das ist die Grundfrage, mit welchem Recht nimmt der Staat einfach nur einem anderen Menschen etwas weg, weil es ihm gefällt, weil irgendwer sagt, ich finde das irgendwie diffus gerecht aus irgendwelchen Gründen. Ich finde, es ist der rechtfertigungsbedürftig, einem anderen Menschen mit Gewalt sein Eigentum wegzunehmen. Und ich finde, die Begründung, das fühlt sich gerecht an, ist dann nicht genug. Ich glaube außerdem ferner, dass, wie kann man das sagen, in Deutschland geht Leistung gilt vor allen Dingen das Erreichen von Reichtum irgendwie als etwas diffus Unmoralisches. Ich vermute, da können wir uns beide einig sein, dass das schon irgendwie das Gefühl ist. Und ich halte das für eine
schreckliche Einstellung für eine Form von, ja, man könnte sagen, Wohlstandsverwahrlosung, dass das der Fall ist. Denn wodurch wird in einer Marktwirtschaft, die tatsächlich einigermaßen frei ist, eine Person reich? Dadurch, dass sie den anderen Menschen etwas bietet, was ihnen Nutzen bringt. Denn, nochmal der Punkt, du kaufst beim Bäcker genau die Sachen, die dir Nutzen bringen, freiwillig. Das heißt, Menschen, die in einer Marktwirtschaft sehr reich werden, werden reich dadurch, dass anderen Menschen ihnen freiwillig das Geld geben, weil sie diesen Menschen im Gegenzug Nutzen bieten. Elon Musk wird reich, zum Beispiel durch Tesla, weil die Menschen Bock auf seine schnieken, automatisch fahrenden quasi Elektroautos haben. Ein Bäcker wird dadurch reich und erfolgreich, dass er die besten und günstigsten Backwaren in der Stadt anbietet. Und ich finde es keineswegs unmoralisch, dass die Leute dann reich werden. Im Gegenteil, ich finde es höchst moralisch, dass die Leute dafür belohnt werden. Ja, das ist völlig in Ordnung. Das ist auch gar nicht der Punkt, sondern mir geht es jetzt darum, eine Solidarität herbeizuführen, von der ich glaube, dass sie vielleicht auf freiwilliger Basis nicht gut genug funktioniert und deswegen hier vielleicht ein gewisser Ausgleich geschaffen werden sollte. Bist du denn generell gegen jegliche Form von Steuern? Oder sollte man auch in deiner Vorstellung einen gewissen Mindestsatz an den Staat bezahlen? Weil du ja meintest, ein Minimalstaat, der würde dir ja, den findest du ja durchaus richtig, der muss ja auch bezahlt werden. Polizei, Feuerwehr, Justiz müssen ja finanziert werden durch irgendwas. Ja. Deshalb meine ich, ich befürchte, dass ein gewisses Maß an Staat vielleicht ein unvermeidliches Übel ist. Das könnte sein. Aber bei der Solidarität möchte ich nochmal widersprechen, weil ich das einen komischen nochmal Begriff von Solidarität finde, dem Nachbarn gegen seinen Willen etwas wegzunehmen. Ganz traditionell war Solidarität eigentlich auch eine Arbeiterbewegung, dass Leute sich freiwillig zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam abzusichern gegen Lebensrisiken. Das haben sie gemacht ohne sozusagen staatliche Gewaltnutzung und ähnliches. Und ich finde es merkwürdig, Leuten, die ohnehin schon gute Produkte anbieten und den Menschen den Lebenswert sozusagen erhöhen, noch unter dem Verweis auf eine irgendwie geartete Solidarität nun Eigentum einfach wegzunehmen. Die Freiheit des eigenen darf immer nur so weit gehen, dass die Freiheit eines anderen nicht eingeschränkt wird. Da sind wir uns ja sicherlich einig. Ja, die Frage ist natürlich, wo man dann immer genau die Linie setzt, Libertäre setzen die Linie beim Körper des Menschen und bei seinem Eigentum und nicht zum Beispiel auf der Ebene, was wir jetzt zum Beispiel haben, siehe Wokeness-Debatte bei den Gefühlen der Menschen. Gut, aber ja, der Körper ist ein wichtiger Punkt. Du hast in einem Video, glaube ich, auch gesagt, dass du im Grunde genommen, also dass du für die Abtreibung, für die freie Abtreibung im Grunde genommen bist und das einer Frau überlassen willst, weil das ist ja ihr Körper, also kann sie damit machen, was sie will. Aber der Mann, der ihr das Kind gemacht hat, ist ja auch nicht ganz unbeteiligt daran. Hat der überhaupt keine Rechte dann? Naja, auch das lässt sich ja eigenverantwortlich regeln. Im Zweifel können beide Parteien in Nähkchen einen Vertrag schließen, ob das Kind ausgetragen wird und eine Vertragsstrafe vereinbaren. Das wäre jetzt zum Beispiel ganz spontan. Ich bin jetzt kein Abtreibungsexperte so. Aber das wäre ganz spontan die Idee, die mir kommen würde, wie man das Problem lösen würde. Und dann muss die Frau halt abwägen, ob sie vertragsbrüchig wird. Oder ob sie halt dann doch das Kind austrägt. Also ja, aber durch freiwillige Vereinbarung könnten die Menschen das regeln. Ja, Moment, wann wird denn der Vertrag geschlossen? Vor dem Sex oder was? Nee, idealerweise natürlich vor dem Sex oder zu dem Zeitpunkt, wo das Kind sozusagen bekannt ist, offensichtlich. Eigentlich ist es quasi relativ egal, zu jedem Zeitpunkt, wo Frau und Mann beide sich einig sind, dass es sinnvoll wäre, so einen Vertrag zu schließen und beide sagen, okay, damit bin ich einverstanden. Der Mann kann ja, wenn er das Kind haben will, der Frau im Gegenzug auch was bieten. Kann ja zum Beispiel auch sagen, pass auf, ich habe ein großes Interesse daran, dass du das Kind austrägst. Ergo sichere ich dir zu, während der Schwangerschaft, jeden Monat, ich weiß nicht, 2000 Euro von meinem Geld aufs Konto oder so. Ja, also darf denn die Frau auch noch bis kurz vor der Geburt dieses Kind abtreiben? Oder wird es da irgendwelche Grenzen geben? Das ist eine extrem schwierige Frage, zu der ich mich eigentlich auch nicht so gerne äußere, weil auch gerade die Libertären da extrem weit auseinandergehen. Also wir haben Leute, die sehr, sehr früh menschliches Leben beginnen lassen. Also das Problem ist halt, wo beginnt sozusagen das Eigentum eines Menschen an sich selbst? Ja. Es gibt Menschen, die lassen das sehr, sehr spät beginnen. Mhm. Ich persönlich finde die Regelung, die wir in Deutschland haben, gar nicht so schlecht. Ich könnte es mir auch noch etwas später vorstellen. Aber das ist tatsächlich ein Bereich, wo jetzt die libertäre Philosophie keine konkrete Antwort drauf hat. Wie im Übrigen, sofern muss man sein, soweit ich weiß, auch keine andere der politischen Philosophien. Gerade auch, selbst wenn man jetzt sagt, die Union hat eine klare Stellung oder so, auch die bedient sich ja dann bei der Position der Kirche. Mhm. Gut, aber wenn es so einen Vertrag nicht gibt, dann würdest du sagen, hat die Frau alleine das Recht zu entscheiden, ob das Kind
ausgetragen wird oder nicht? Ja. Okay. Ja, also Solidarität, wie weit darf das denn überhaupt, gibt es das überhaupt in deiner Vorstellung, in deinem Sprachschatz? Weil es wirkt auf mich alles unglaublich egoistisch. Also ich bin ich und ich mache hier mein Ding und das ist mein Eigentum und ich gebe hier nichts ab. So wirkt das auf mich alles. Solidarität ist doch eigentlich was sehr Schönes und hält doch die Gesellschaft eigentlich zusammen. Oh, ich bin ein riesiger Freund von Solidarität und Solidarität ist etwas sehr Schönes. Aber Solidarität ist für mich freiwillig. Ja. Zwangsgewalt aus meiner Sicht trägt nicht zu einer harmonischen Gesellschaft bei. Und um nochmal ein anderes Beispiel zu geben, weil ich finde, dass in unserer Gesellschaft die Wertmaßstäbe so völlig im Gleis sind in der Hinsicht. Wenn wir eine Person haben, die reich ist und ihren Reichtum behalten will, dann sagen wir, die ist gierig und egoistisch. Wenn wir eine Person haben, die Bock darauf hat, aus Neid, aus Missgunst, weil sie Lust auf mehr hat, wenn diese Person dieser Person etwas wegnehmen will, dann nennen wir das sozial gerecht. Also ich würde auch ganz massiv in Frage stellen, wie angemessen der Begriff Egoismus ist. Denn am Ende in der Demokratie, das muss man einfach so sagen, geht es ganz maßgeblich darum, auch für die Politik, dafür werden die mit wiedergewählt, allen Menschen etwas wegzunehmen, um es der eigenen Wählerklientel zu geben. Und ich halte das für etwas zutiefst Egoistisches. Der freie Markt in dem Sinne kennt keinen Egoismus. Er kennt nur das, was alle Menschen in Häkchen, ja, man könnte sagen, einzeln machen und freiwillig machen und daraus kommt irgendein Ergebnis, was auch für den Einzelnen nicht komplett vorhersehbar ist. Die Politik hingegen kennt quasi nur ein Ergebnis, wo Gruppe A etwas weggenommen wird, um es Gruppe B zu geben. Und ich halte das staatliche Gewaltmonopol zu nutzen, um anderen etwas wegzunehmen, damit es mir besser geht und ich mehr habe, für einen zutiefst egoistischen Akt. Ich habe mir ja deinen YouTube-Kanal natürlich ein bisschen angeschaut. Da gibt es einen Clip, der mich doch etwas geschockt hat, also auch mit der Überschrift her schon. Warum es okay ist, fette Menschen hässlich zu finden, heißt der. Mhm. Und du begründest das auch damit, dass es völlig okay ist, das zu einem übergewichtigen Menschen zu sagen, dass er fett und hässlich ist, weil im Grunde ist er ja selber schuld, wenn er sich so überfressen hat. Das ist jetzt mal so verkürzt die Aussage. Mhm. Aber hier sind wir ja wieder beim ähnlichen Punkt wie beim Thema Faulheit. Also du gehst immer davon aus, ein Mensch ist selber schuld, wenn irgendetwas in seinem Leben nicht gut gelaufen ist. Aber da spielen doch auch psychologische Dinge eine Rolle. Vielleicht ein Missbrauch in der Kindheit oder was weiß ich, irgendwelche Dinge, wo jetzt jemand gar nicht selber wirklich schuld ist in dem Sinne, sondern wo einfach die Umstände so waren, dass es sich einfach so entwickelt hat. Ja, natürlich gibt es negative Umstände für Menschen. Aber wie die Menschen langfristig damit umgehen, das ist schon ihre Verantwortung ab einem gewissen Zeitpunkt. Und erläutert die Frage, nur weil ein anderer Pech hat, sollte nicht mich das binden, weil ich kann nichts dafür. Ich werde zu einem Opfer von beispielsweise seinen Konsumwünschen, egal woher erstmal die Berechtigung man dafür sieht oder so, obwohl ich nichts im Geringsten dafür kann, dass er in der Kindheit missbraucht wird. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, es stimmt einfach und Menschen, das ist auch eine feste Überzeugung von mir, könnten in dieser Gesellschaft deutlich von ehrlicherem Feedback profitieren. Denn am Ende, so doof das klingt, wenn das dieser Person niemand sagt, hilft das der Person ja auch nicht. Wenn diese Person zum Beispiel, was ja durchaus der Fall sein kann, jetzt mal hypothetisch nur, auf Partnersuche ist, egal männlich oder weiblich, und sie ist übergewichtig und alle sagen, ja, das ist total toll, steh dazu und so, dann kann es natürlich sein, dass diese Person keinen Partner findet. Der Person steht es gleichzeitig natürlich auch falsch, frei zu sagen, wenn ich sage, du bist fett und hässlich, dann steht mir dieser Person natürlich auch es frei, mir zu sagen, du hast eine große Nase und bist hässlich. Oder über die Corona-Politik-Zeit ein bisschen mobbliger geworden, was halt faktisch stimmt. Aber ich bin der Meinung, dass die Menschen schon das Recht haben sollten, ehrlich ihre Meinung zu sagen, selbst wenn sie für andere Menschen unschön ist. Ich möchte das Eigentum der Menschen schützen und ihren Körper, nicht ihre Gefühle. Das, denke ich, hat in einer freien Gesellschaft mit Austausch nicht viel zu suchen. Also den Straftatbestand der Beleidigung, den gibt es in deiner Welt gar nicht, oder? Nein. Ach so. Nein, in dem Sinne nicht. Interessant. Okay. Anstiftung zur Gewalt wäre allerdings durchaus ja, okay, gut. Negativ, ne? Ja, Veto, jeden Monat neu auf Massengeschmack.tv. Hier sind noch weitere Kurzversionen unserer Gespräche verlinkt. Die kompletten Sendungen gibt es bei uns auf dem Sender. Wie gesagt, Massengeschmack.tv. Jetzt einfach mal anmelden und kostenlos testen.